So, dann sage ich Hallo Jochen, schön, dass du heute auch dabei bist bei unseren Online-Session Meet Expert and Young Heroes. Wir haben dich heute eingeladen als Experten zum Thema Versicherungen und im Vorfeld hast du schon gesagt, die finanzielle Risikoabsicherung ist nötig und individuell. Es gibt einen Fahrplan, an was man denken sollte. Da sind wir sehr gespannt, welchen Fahrplan uns du mitgebracht hast und die Bühne ist deine. Bitte schön. Ja, erstmal herzlich willkommen an alle Zuhörer und Teilnehmer an diesem Wochenende. Finde ich total klasse, dass ihr alle Zeit habt und auch für das Thema ja, Absicherung, Versicherung, das bestimmt ein ganz trockenes Thema ist. Ich selber möchte gerne das versuchen, so praktisch wie möglich zu machen. Freue mich natürlich im Anschluss an alle eure Fragen. Und würde jetzt einen kleinen Vortrag teilen mit euch. So. So, mein Bildschirm freigeben und ich hoffe, es sieht dann jeder. Nein. Ist sichtbar, Jochen, ja, ich sehe schon. Ich sehe noch sieht ein man herzlich was? Willkommen und einen im Hintergrund die Dateiablage. Das ist jetzt kein PowerPoint. Ich weiß nicht, was du zeigen wolltest. Sind eher noch Kontaktdaten von dir aus? Moment. Moment. Jetzt muss ich doch nochmal kurz schauen. Hä? Irgendwie seid ihr jetzt verschwunden. Moment, ich stoppe nochmal ganz kurz die Freigabe. Das ist, glaube ich, am besten. Ist das PowerPoint schon offen? Das ist mein einfachster Weg. Ja, genau. Also so, Bildschirm freigeben. So. Da kommt was. Jetzt deine Empfehlung sehen wir. Genau. Jetzt muss ich es etwas noch größer machen. Unten. Genau. So, jetzt gehen wir ganz hoch. Ich sehe noch den Vorschau-Modus. Kannst du oben noch bei Anzeigeeinstellungen auf... Moment, kurz. Na. Ich glaube, das jetzt nicht. Mach mal bitte auf Präsentationsmodus. Präsentationsmodus. Und vielleicht noch mit dem Bildschirm, mit der Leinwand, das war schon ganz gut. Nee, irgendwie klappt das bei mir nicht. Moment. Dann noch einmal, einen Versuch haben wir noch. So, Bildschirm freigeben. Diese PowerPoint möchte ich freigeben. Genau, jetzt nochmal im Präsentationsmodus unten rechts in der Ecke. Genau. Nee, wir sind noch hier vor dem Bearbeitungsmodus und jetzt die letzte Seite davon. Genau, kannst du bitte oben in der Mitte, da gibt es diese Anzeigeeinstellungen. Siehst du oben die drei Menüpunkte in der Mitte? Siehst du die oben über deinem Bild? Ah, Anzeigen, Einstellungen. Ja, geh mal. Und das kannst du sagen. Ah. Genau, duplizieren. Probier mal. Ja, jetzt sehen wir. So wollen wir es. Ja, okay. Na, irgendwie verschiebt sich das bei mir. Also nochmal herzliches Willkommen an alle. Ich stelle mich mal ganz kurz vor für die Leute, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Jochen Meyer. Ich komme selber aus einer Huntington-Familie. Bei mir hatte der Vater und meine Schwester hatte die Huntington-Krankheit. Ich selber war damals Genträger, bin negativ auf Morbus Huntington getestet und habe diesen Gendefekt nicht und bringe mich seit eigentlich über 30 Jahren in der Selbsthilfe eigentlich ein und für den Verein seit eigentlich 2017 vermehrt als stellvertretender Vorsitzender. Und in meinem Hauptberuf, den ich mal gelernt habe, bin ich Bankkaufmann, habe mich weitergebildet zum Versicherungskaufmann und habe mich damals, als die Pflege meiner Schwester schwieriger wurde, habe ich mich damals selbstständig gemacht als Finanz- und Versicherungsmakler. Und heute möchte ich einfach meine
meine Berufserfahrung ein Stück weit mit euch teilen und auch zu diesem Thema, wie gehe ich es an, wie mache ich einen Vorsorgefahrplan mittels Absicherung durch Versicherungslösungen, wie könnte das aussehen? Wir können bestimmt nicht alle Themen reinnehmen. Ich habe mir jetzt einfach mal die wichtigsten rausgesucht und würde einfach mit euch da auch kurz durchgehen. Wichtig sind eigentlich immer die individuellen Fragen. Und es gibt ganz viel auf dem Markt. Also man muss einfach auch vergleichen. Und das ist das Wichtigste eigentlich. Und bei Fragen könnt ihr natürlich gerne an mich oder auch an andere Leute im Verein zugehen. Das ist ganz arg wichtig. Ja, wichtig ist, das Thema Arbeitskraft oder auch Pflegerisikoabsicherung, das verdient eigentlich, ja, sage ich mal, zusätzliche Vorsorge. Und warum ist das so? Weil unser Gesetzgeber selber die Versorgung 2001 nochmals deutlich reduziert hat für uns jüngere Menschen, die alle nach 61 geboren sind. Das heißt, Berufsanfänger haben entweder keine oder auch nur geringe Ansprüche. Das war früher auch anders geregelt. Selbstständige erhalten in der Regel keine Leistung vom Staat. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Und wie gesagt, nur circa 25% der Haushalte haben aktuell überhaupt eine Berufs- oder Arbeitskraftabsicherung. Das sind so die aktuellen Themen hierzu. Und wichtig ist auch in diesem Bereich eigentlich, viele denken das auch gar nicht, jedoch gibt es eine Statistik, jeder Vierte wird durch eine Krankheit oder einen Unfall, der kommt gar nicht da dazu, dass er das Rentenalter eigentlich erreicht. Entweder wird er berufserwerbsunfähig oder aber auch pflegebedürftig. Wie sehen die Leistungen von unserem Gesetzgeber aus? Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe vorhin schon angesprochen, vor 61 Geborene haben einen anderen Anspruch. Alle danach, und da gehören mir dazu, die haben jetzt nur noch folgenden Anspruch. Und wichtig ist hierbei immer Folgendes. Dieser Anspruch bedingt eigentlich immer eine Beitragszahlung in die Rentenversicherung. Das heißt, man muss mindestens 3 Jahre Pflichtbeiträge entrichtet haben, wozu natürlich Studium und Ausbildung auch zählen, damit man überhaupt eine Leistung bekommt. Und die Leistung selber wird sich dann über die Jahre auch steigern. Ich habe dann nachher auch mal ein Beispiel dabei, wie sowas ja, in der Praxis dann auch aussieht. Und der Staat selber unterscheidet nochmals zwischen einer vollen Erwerbsminderungsrente und einer halben Erwerbsminderungsrente und keiner. Das heißt, da werden Stunden angesetzt. Und zwar geht es da um Arbeitsstunden, die man täglich verrichten kann. Also wenn ihr unter 3 Stunden täglich nur noch arbeiten kann auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, und das ist wichtig, der Beruf und das Einkommen spielt beim Gesetzgeber eigentlich keine Rolle, der kann auch verweisen auf eine andere, leichtere Tätigkeit, dann bekomme ich die volle Erwerbsminderungsrente. Bei 3 bis 6 Stunden die halbe. Und wenn ich mehr als 6 Stunden arbeiten kann, dann kriege ich einfach keine Erwerbsminderungsrente. Das sind die Leistungen vom Gesetzgeber. Was sind die Ursachen, dass man aus dem Arbeitsleben ausscheidet? Und die häufigsten Ursachen dafür sind, und man muss hier aufpassen, das ist nur eine alte oder eine ältere Statistik aus 2017 mit knappen 32%, ist wirklich auch die Psyche. Krebs kommt auch immer mehr, sind wir bei 16%, Herzinfarkt und so weiter ist auch ganz oben. Das hat sich komplett gedreht, weil früher waren vor allem Bandscheibenschädigungen oder auch generelle Knieprobleme oder am Bewegungsapparat, also vor allem die Leute, die schwer gearbeitet haben oder eine schlechte Haltung auch haben, wenn sie im Büro sind, die waren ganz arg oft schnell berufsunfähig. Mittlerweile hat sich das total geändert seit einigen Jahren. Und das wird sich auch noch weiter ändern.
Es geht immer mehr auf den Bereich Psyche und auch sonstige Geschichten über, die ganz unterschiedlich sein können. Ja, wichtig ist, man muss das einfach sehen, wenn man keine Absicherung oder nur die gesetzliche Absicherung hat, vor allem am Anfang des Arbeitslebens, hat man ganz schnell, rutscht man auf ein Leben im Hartz-IV-Niveau runter. Man sieht das jetzt zum Beispiel in einer Modellrechnung hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel 3.000 Euro Einkommen, Bruttoeinkommen habe, nach dem Studium und steige irgendwo ein oder nach meiner Lehre, nach meiner Ausbildung, habe ich so circa ein Nettoeinkommen von circa 1.935 Euro. Und davon selber bekomme ich eine volle Erwerbsminderungsrente von 828 durch die gesetzliche Rentenversicherung und eine halbe Erwerbsminderungsrente von 414 Euro. Und das sieht man ganz schnell, wenn dann Miete, Nebenkosten, Lebensmittel und dann noch Hobbys und Freizeit kommt, funktioniert diese Geschichte so nicht. Wie gesagt, das ist eine Statistik, leider auch schon von 2018. Die werden aber auch, sage ich mal, aus neuerer Sicht nicht deutlich besser werden. Ja, welche Geschichten gibt es sonst noch? Das ist ein kleiner Exkurs über die ganzen Geschichten, die der Gesetzgeber so bietet. Das heißt, wenn ich jetzt erstmal auch krank bin, ohne dass ich jetzt berufsunfähig werde oder erwerbsgemindert bin, gibt es immer generell Krankengeld für Arbeitnehmer. Ja, Selbstständige können sich zusätzlich versichern, haben dann eine andere Geschichte ein bisschen, auch von den Tagen her. Nach 6 Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bekomme ich ganz normal meinen Lohn weiterbezahlt, kriege ich Krankengeld. Und das gibt es für maximal 72 Wochen für die ein und dieselbe Erkrankung. Das ist wichtig. Wenn die Erkrankung sich irgendwann mal ändert, kann das natürlich auch ausgedehnt werden. Was hierbei ganz arg wichtig ist, sind Ehegattenkinder, die in der gesetzlichen Familienversicherung mitversichert sind und keinen Pflichtbeitrag zahlen, haben keinen Anspruch auf Krankengeld. Ebenso wenig wie pflichtversicherte Praktikanten, Studenten und Empfänger von Arbeitslosengeld 2. Die kriegen zwar weiterhin ihr Arbeitslosengeld 2 bezahlt, das ist richtig, aber die kriegen kein Krankengeld. Ja, was gibt es sonst noch, wenn es dann weitergeht im Bereich, man wird pflegebedürftig, gibt es eine Unterscheidung zwischen Pflegegeld für den häuslichen Bereich, das sind dann die Pflegegrade auch nochmals genannt, die dann eingestuft werden und je nach Pflegeaufwand und Pflegegrad bekomme ich natürlich auf der anderen Seite auch unterschiedliche Leistungen, die von Pflegegrad 2 bei 316 Euro monatlichen Pflegegeld für zu Hause liegt und das Ganze auf 901 Euro hochgeht. Zusätzlich zu diesem häuslichen Pflegegeld gibt es Pflegegeld für die Pflegesachleistung. Also wenn ich jemand anders kommen lasse, ambulanten Pflegedienst zum Beispiel, kann dieser innerhalb dieser Pflegegrade auch nochmals separat abrechnen. Stelle auch diese Unterlagen im Anschluss, wenn gewünscht, gerne zur Verfügung. Muss man sich jetzt nicht alles merken oder mitschreiben. Genau. Und was dann nochmal wichtig ist, dann gibt es nochmals das Thema Pflegeleistung bei stationärer Pflege im Heim. Und auch hier haben wir ganz unterschiedliche Leistungen. Man sieht dann, wie hoch die Leistungen bei Pflegegrad 3 zum Beispiel sind. Sind es 1.262 oder auch Pflegegrad 5 2.005 Euro. Ja, wenn man heute ein Heim sich aussuchen muss, weil es zu Hause keine Pflege möglich ist oder weil es einfach nicht geht, dann hat man nochmals zu diesen 2.005 Euro, die im Pflegegrad 5 zum Beispiel bekommen, nochmals so circa 2.500 bis 3.000 Euro dazu zu zahlen. Und das ist für viele ziemlich heftig, wenn sie keine Vorsorge getroffen haben. Ja, hier nochmal gesetzlicher Anspruch
Und zwar gehen wir nochmal zurück auf die volle Erwerbsminderungs- und halbe Erwerbsminderungsrente. Das sind jetzt so Beispiele aufgrund des Bruttogehaltes, wie hoch man hier circa kommt. Das ist natürlich ein Durchschnitt. Man muss das natürlich immer individuell sehen, weil man ganz unterschiedlich auch eingezahlt hat. Ne? Jemand, der jetzt bloß ein paar Jahre eingezahlt hat, hat nicht ganz so viel Anspruch. Jemand, der länger eingezahlt hat, hat einen höheren Anspruch. Das sieht man dann aus der aktuellen Rentenauskunft, die man dann aber an einem bestimmten Alter dann auch zugesendet bekommt. Ja, ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, und zwar ist das ein Beispiel von einem guten Freund von mir, den ich auch im Bereich der Pflege begleite. Und was da so passiert ist, wollte ich einfach heute mal so ein bisschen mitnehmen und euch auch mal diesen Bedarf aufzeigen, was da passiert ist. Wie gesagt, mein guter Bekannter Jakob war ein sehr aktiver und sportlicher Mensch, ist seinem Beruf nachgegangen, hat eine Ehefrau, hat zwei kleine Kinder gehabt und ist dann 2016 durch einen Schlaganfall aus dem Leben gerissen worden. Da war eine Vorerkrankung im Hintergrund, von der er nichts gewusst hatte. Es war ein Herzfehler, den hat man nie behandelt und hat man nie entdeckt. Und das war die Geschichte vom Jakob. Und der Jakob hat selber, man sieht es hier auch an diesem Ausschnitt eines Steuerbescheides, hat Einkünfte gehabt von Arbeitseinkünfte von knappe 39.000 Euro. Ja, beim Jakob selber gab es dann Folgendes, also durch das, dass er natürlich erstmal krank war und im Krankenhaus seine Behandlung hatte, kam erstmal nach diesen 6 Wochen, was ich vorhin schon gesagt habe, das Krankengeld, das dann eingesprungen ist. Dieses Krankengeld selber hat er dann bekommen, das natürlich an die Höhe seines Einkommens gekoppelt war. Und er hat täglich ein Krankengeld von 80,95 Euro bekommen für 30 Tage. Abgezogen werden dann natürlich nur Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Ja, es ging dann weiter und er kam eigentlich auch nicht mehr auf die Füße. Und ich habe jetzt da einen Auszug aus 2019 von der Rentenanpassung selber. Er ist dann in die Erwerbsminderungsrente gegangen. Er hat dann zwar gekämpft und mit Reha-Maßnahmen hat er versucht, sich wieder ins Leben zu kämpfen, aber es war leider aufgrund der Schwere dieses Schlaganfalls so nicht möglich. Er hat jetzt dann ein Einkommen aus Erwerbsminderungsrente bezogen oder bezieht er immer noch. Und zwar, man sieht hier 1.249 Euro, die er dort rausbekommen hat, mit einer Familie mit 2 Kindern. Ja, und das zeigt uns nochmal, wie wichtig diese Geschichte auch ist. Beim Jakob selber stand dann auch noch ein Haus zur Finanzierung. Das ist dann, sage ich mal, auch nochmal eine Geschichte, die es dann doppelt schwierig macht. Und wie gesagt, deswegen und aus diesen Gründen auch, die das Leben auch schreibt, ist einfach die Empfehlung herzugehen, zusätzlich abzusichern, unabhängig in welchem Bereich, entweder durch eine selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn es möglich ist, oder zusätzlich einer Pflegeversicherung aufpassen. Es gibt auch hier Unterschiede. Das eine ist das Thema Pflegegeld, das über die Krankenversicherung gemacht wird, das ich da nochmals absichern kann. Und auf der einen Seite gibt es die Pflegeversicherung. In der Kürze der Vergangenheit hat es gezeigt, dass die Pflegeversicherung die bessere Wahl ist, aufgrund dessen, weil das über einen Versicherungskonzern nochmal von den Beiträgen her abgesichert ist. Wobei die Pflege
Tagegeldversicherung, die es ja auch gibt, eine Leistung aus der Krankenversicherung ist und keinen Preisoberdeckel hat. Hier muss man dann wirklich aufpassen, weil sonst könnte es sehr, sehr teuer werden, wenn man sowas absichert. Genau. Wichtig ist, vergleichen so viele Angebote wie möglich nach Preis und Leistung. Und das muss dann auch ganz individuell auf den Einzelnen angepasst werden. Was ist mir wichtig? Was möchte ich? Ob es im Bereich der Pflege ist oder auch im Bereich der Berufsunfähigkeit. Und wichtig, so gut wie möglich auch hergehen und flexibel zu sein. Also das heißt, Anpassungen sollen möglich sein. Und was auch wichtig ist, einen Spezialisten an die Seite holen, der mehrere Gesellschaften anbietet, individuell beratet und gemeinsam mit euch als Kunden dann zukünftig auch entscheidet, was die richtigen Schlüsse sind. Was natürlich immer wichtig ist, das ist eine Beratung im Hier und Jetzt. Und sollte dann einfach auf eventuelle gesetzliche Änderungen angepasst sein. Ja, eventuell nur Krankengeld berücksichtigen, wobei viele schon diese Leistungen im Bereich der BU heute in ihre Anträge als Option mitversichern. Und von dem her brauche ich das oft gar nicht mehr. Das musste man früher immer separat versichern. Heute geht es, sage ich mal, in Kombination oftmals. Achtung auch, es gibt manchmal noch, wobei wenig, gibt es im Bereich einer Berufsunfähigkeitsversicherung auch eine sogenannte Verweisungsklausel auf einen anderen als den aktuell ausgeübten Beruf. Das sind die wenigsten Versicherer, die das noch machen, aber es gibt vor allem bei handwerklich Tätigen gibt es manchmal doch noch so Verweisbarkeiten. Ja, was meine Empfehlung auch ist, sind umfangreiche Nachversicherungsgarantien, dass ich anpassen kann und Optionen ziehen kann und auch selbst dann, wenn ich erkrankt bin. Und das ist ganz, ganz arg wichtig. Und mittlerweile gibt es bei allen gängigen Versicherungen gibt es keine Angabe des Berufswechsels, der notwendig ist, dass es irgendwann mal teurer wird. Was es dann noch gibt, gibt Einsteigeroptionen, das heißt volle Leistung, wenn ich es mir nicht leisten kann, zum halben Preis. Je nach Eintrittsalter und Beruf ist es maximiert bei den Versicherungskonzernen bis zum 35. Lebensjahr abschließbar. Sowas ist auch machbar. Man muss das dann halt immer gegenrechnen, ob das sinnig ist und für einen die richtige Option ist. Generell gilt, und das ist wichtig, bei Abschluss von Verträgen, ob das Pflege ist, ob das Krankenversicherung ist oder auch Berufsunfähigkeit, immer alle wahrheitsgemäß die Gesundheitsfragen bitte beantworten. Ich habe aktuell einen Fall, da geht es um eine Anzeigepflichtverletzung laut Versicherungsvertragsgesetz. Das heißt, der Versicherer kann oder wird unter Umständen je nach Verstoß und je nachdem, was verschwiegen wurde, kann er den Vertrag vom Vertrag zurücktreten, ihn kündigen, anpassen oder die Leistung komplett verweigern oder teilweise verweigern. Das ist immer ganz wichtig, dass man da aufpasst. Wichtig für euch, auch als Teilnehmer, das Gendiagnostikgesetz aus 2009, das ganz, ganz wichtig ist, Paragraph 18 steht auch nochmal Folgendes drin und das ist, finde ich, ganz, ganz arg wichtig, dass Menschen, die einen prädiktiven Test machen, das heißt, dass man bei einem Gesunden schaut, ist eine Huntington-Mutation vorhanden, die können immer noch Versicherungen abschließen, selbst wenn der Test da ist. Ne? Also wenn dieser Gentest da liegt, das Ergebnis daraus, ist es so, dass sie noch bis 300.000 Euro Einmalversicherungssumme im Bereich der Lebensversicherung zum Beispiel, Risikolebensversicherung machen kann und bis zu 30.000 Euro im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist ganz arg wichtig, hat auch jede Gesellschaft so drin. Das heißt, man muss auch diese Ergebnisse
muss man nicht mitteilen, man kann es mitteilen, der Versicherungskonzern darf es nicht verwenden. Wichtig ist natürlich auch immer die praktische Geschichte, dass es manchmal, wenn es dann nochmal Zusatzgeschichten gibt, wie eine Allergie oder sonst irgendwas, dann muss man sehr gut darauf achten, ob man das macht oder nicht, weil ich muss es nicht angeben. Ich habe auch nochmal aus einem Versicherungsvertrag oder aus einem Antrag herauskopiert. Habe ich das jetzt? Ne, genau. Das sind eigentlich diese Geschichten, die bei jedem Versicherungsvertrag auch so drinstehen. Ne? Genau, das habe ich rauskopiert, ja, aus den Anträgen. Das ist ganz wichtig. Und generell gilt, gut ausreichend Angebote vergleichen und prüfen. Vorantragstellung, ganz, ganz arg wichtig. Patientenquittung, Hausarztakte der letzten 10 Jahre einholen. Manchmal weiß man auch gar nicht, was steht da alles drin, weil das, was abgerechnet wird, da wird nachher die Versicherungsgesellschaft auch hergehen und sagen, das hole ich mir, das bewerte ich. Und wenn da halt was drinsteht, kann man auch hergehen und auch bei Unwissenheit, schützt leider vor Strafe in Deutschland nicht, heißt, hier kann ich das Problem haben, dass die Leistung verweigert wird. Ja, was immer ganz arg wichtig ist, um seine Rechte nachher aus einer Versicherung auch durchzusetzen, falls irgendwo was ist, eine Rechtsschutzversicherung wäre hier sehr, sehr wichtig. Weil wenn ich krank bin und dann auch noch mit der Versicherung rumstreiten muss oder prozessieren muss, das halte ich eigentlich nicht aus. Von dem her macht es wirklich, wirklich Sinn, hier gut im Vertragsrecht abgesichert zu sein, im Privatversicherungsrecht, gut Kfz oder Mobil. Rechtsschutz ist eigentlich immer generell wichtig und Arbeitsrechtsschutz, der ja, bleibt manchmal auch nicht aus, dass man den braucht. Also das macht wirklich ganz arg viel Sinn. Ich habe jetzt auch nochmal meinen aktuellen Fall dabei, um den es jetzt gerade aktuell geht. Die Dame hat im Jahr 2016 eine BU-Absicherung gemacht und hat aber vergessen, diese ganze Dinge anzugeben der Versicherung. Ja, und die ganze F-Diagnosen sind vor allem psychische Geschichten, das heißt eine mittelgradige depressive Episode hat sie gehabt, eine depressive Episode, die nicht näher bezeichnet ist und so weiter und so fort. Das heißt, hier habe ich hier ganz klar geraten, die Versicherung zu kündigen, weil die sowieso bei ihr, weil jetzt dann Huntington auch ausgebrochen ist, nicht bezahlen würde. Ne? Das ist der Auszug aus dieser Patientenquittung, dass man es einfach mal gesehen hat. Und manchmal stehen da einfach Dinge drin, die man auch selber gar nicht weiß. So, ich hoffe, ich bin in diesen 20 Minuten geblieben circa. Ich glaube, ich habe es überzogen aufgrund der Technik. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit und gibt es noch Fragen? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank, lieber Jochen, auch an dich zurück für die Aufbereitung, für die Sensibilisierung des Themas und auch für die praktischen Fälle, auch aus dem Nicht-Huntington-Umfeld, weil das ja auch ein Thema ist, das für jeden relevant ist. Weil Huntington nochmal eine andere Bedeutung hat, aber trotzdem auch, dass jeder sich das mitnehmen sollte als Fragestellung. Genau. Danke dafür. Fragen gibt es hier aus dem Chat bisher keine, daher haben alle wahrscheinlich ganz intensiv und aufmerksam zugehört. Wer Fragen hat, gerne den F&A-Knopf nutzen am unteren Bildschirmrand, ihr kennt das schon. Und dann lese ich das gleich vor. Und los geht's mit einer Frage von der Gabi. Die möchte wissen, wie kann man Jochen Meyer erreichen und für eine persönliche Beratung? Liebe Gabi, der Jochen hat es jetzt gerade eingeblendet. Hier sind die Kontaktdaten und ich verstehe das so, Jochen, du bist gerne für Beratungsgespräche offen. Ja, also sehr, sehr gerne anrufen, Fragen stellen. Ich kann allgemein sehr, sehr gut beraten. Gut, das ist mein Job, keine Frage. Aber mir geht es einfach darum, dass man Fallstricke, die es da einfach gibt auf diesem Weg, bitte nicht machen. Das kann relativ teuer sein. Und auf der anderen Seite, dass man einfach auch aufgeklärter, sag ich mal, dann Richtung
eine Absicherung geht und auch einem guten Gewissens dann nachher Leistung bekommt, weil nichts Schlimmeres, man zahlt in die Versicherung ein und im Leistungsfall ist die Versicherung nicht da. Dann heißt es immer, ja, die blöde Versicherung, aber es gibt einfach Spielregeln und diese Spielregeln, ja, auf die muss man einfach achten und die kann ich euch gern mitgeben oder euch begleiten in diesem Bereich. Da bin ich sehr gern euer Ansprechpartner. Und da ist auch wirklich toll zu wissen, Jochen, dass du das Handling-Know-how, die Geschichten mitbringst, die Sensibilität für die Familien auch hast und gleichzeitig das Finanz-Know-how. Das ist eine sehr wertvolle Kombination für uns alle. Weiter geht's mit einer Frage von Asal, die fragt, wann kann man wieder eine BU-Versicherung abschließen, nachdem man in psychotherapeutischer Behandlung war? Eine gute Frage. Das ist ganz, ganz unterschiedlich auch. Da gibt es keine Pauschalaussage. Ich würde sagen, das kommt auf die Versicherungsgesellschaft dann drauf an. Also wichtig ist, am anderen Ende des Tisches, derjenige, der dann entscheiden muss, nehmen wir so einen Antrag an oder nicht, steckt eigentlich, sage ich mal, ein Arzt oder ein Risikoprüfer, der Arzt ist, der das dann entscheidet, wie wahrscheinlich, und da geht es um Wahrscheinlichkeitsrechnungen manchmal, ist es, dass jemand dann nochmals rückfällig wird oder je nachdem, was da im Vorfeld war. Was ich empfehlen kann, ist immer Folgendes, eine sogenannte Risikovoranfrage, die man generell machen kann bei allen Versicherungskonzernen. Die müssen dann, also man geht dann her, macht es anonym, weil sonst steht es auch in einer sogenannten Auskunftei, also ähnlich wie einer Schufa drin, um auch den Versicherungsmissbrauch zu schützen und zu wahren. Das heißt, man geht her und nennt das Geburtsdatum, männlich, weiblich, was habe ich vor abzusichern und dann die Gesundheitsfragen und dann auch noch, wenn möglich, irgendwelche Arztberichte, aber mit geschwärzten Daten. Das ist ganz gut möglich und dann kriegt man eigentlich auch ein Votum. Zusätzlich empfehle ich aus eigener Erfahrung auch nochmals dem Gegenüber, der zum Beispiel die Thematik nicht kennt, weil wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich habe mal eine Anpassungsstörung gehabt aufgrund einer familiären Geschichte, dann kann derjenige gegenüber nicht wirklich sagen, okay, warum war das? Was hat man gemacht, um da wieder rauszukommen? Was waren die einzelnen Schritte? Also da nochmal einfach ein bisschen erklären. Dann gibt es bei vielen Versicherern die Möglichkeit, dass man das nochmal versichert. Zusätzlich, und das ist, sag ich mal, eine Möglichkeit für Menschen, die, im Arbeitsleben stehen, gibt es noch die Möglichkeit, herzugehen und über einen Arbeitgeber, über eine Direktversicherung zum Beispiel, also betriebliche Altersvorsorge, das Thema Berufsunfähigkeit abzuschließen, weil die Arbeitgeber oftmals durch einen Gruppenkonsortialvertrag selber der Arbeitgeber, also derjenige, der das dann betreut im Betrieb, nur noch bestätigen muss, dass jemand aufgrund einer Erkrankung die letzten 6 Wochen nicht erkrankt ist und alles andere fällt unter den Tisch. Ja, das ist manchmal einfach dann auch so eine Geschichte, wo man aus diesem Dilemma rauskommt, ne? Je nachdem. Und wichtig ist dann immer Abschlussbericht sonst von einem Therapeuten auch, der die Prognose natürlich dann aussieht, dass es wieder besser geht, falls es nicht möglich ist. Wichtig ist allerdings auch nochmal, um das Thema BAV nochmal zu sagen, da muss man halt dann auch aufpassen, wie lange gibt es meinen Arbeitgeber? Weil wenn der Arbeitgeber insolvent geht, führe ich das in der Regel privat weiter und habe dann diese steuerlichen Vorteile einfach nicht mehr. Also da muss man einfach individuell gucken, was passt in dieser Situation. Okay, gibt noch viel zu sagen, da können wir das Thema nochmal ausweiten. Aber genau. Ja, genau. Der Jochen hat viel Wissen dazu. Eine Frage haben wir noch von Vanessa.
Und ich möchte wissen, ist es sinnvoll, eine BU-Versicherung mit integrierter Pflegeversicherung abzuschließen? Bitte eine kurze Antwort, weil wir brauchen noch Zeit, bis wir unseren Helden gleich. Okay, also es gibt ein paar BUs, die eine Option haben und die Pflege mit inkludieren. Das heißt, wenn während der Vertragslaufzeit Pflege eintritt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel klassischerweise bis 67 eine BU abschließe, habe ich die Möglichkeit, wenn ich während dieser Vertragslaufzeit pflegebedürftig werde, läuft es lebenslang und dann macht es schon Sinn. Auf jeden Fall. Alles klar, super, danke dafür. Und die Frage von Gabi kann ich so beantworten, wird es die Präsentation im Nachgang geben? Ja, auf alle Fälle. Wir haben ja die Aufzeichnung schon gemacht für den YouTube-Kanal und Jochen hat, glaube ich, eingangs schon erwähnt, dass die Präsentation auch geben wird. Wer mal informieren, wo ihr die dann finden könntet. Genau. Super. Danke erstmal, Jochen, für den Teil. Dann machen wir kurz Platz an dieser Stelle für die Heldin. Das ist ein Held an dieser Stelle und sehen uns gleich wieder.